Yo! Meine Kartoffelfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Battle mit dem guten alten Cobra. Was steht denn da? Oh mein Gott, wir haben einen Penis von Notch bekommen! Nein, okay. From your friend, oh Notch. Okay, gut. By the way, Spaß beiseite, wir sind hier im Krieg. Wir haben mit dem Overlord geredet. Und wir sind einfach zu dem Entschluss gekommen, dass wir euch nicht mit diesen elendig langen Farmfolgen belasten wollen. Daher haben wir gesagt, gut, machen wir das so. Jetzt können wir uns schön. Dass wir uns. Ja. Super, tschüss. So, wie viel Ammo brauchst du jetzt? 1, 2, 3, 4. Bitteschön, dann hast du auch 4. Also jeder 4, okay. Ja, hast du noch Eisen? Ist hier oben noch Eisen drin? Oh, hier ist Fleisch. Gut, Ich habe. 6 Eisen. Panzerfaust. Ja, Gunpowder kannst du mir geben, dann kann ich eine Panzerfaust und Ammo machen. Bitte. So. Perfekt, dann habe ich 2 Schuss für die Panzerfaust. Wäre eigentlich auch mal cool, wenn beide eine hätten, ey. Weil dafür fehlt uns genau ein Eisen. Ja, wir durften uns ja die Folge angucken von den beiden anderen, also diese epische Battle-Folge. Ja. Und da hat man ja gesehen, dass die eine Panzerfaust fix ganz schön ordentlich in den Arsch getreten hat. Und wenn wir beide eine gehabt hätten... Wenn du sie triffst, ja. So, ich werde unsere Sachen jetzt hier in die Kiste packen, die ich nicht brauche. Ich mache uns nochmal 2 Schwerter. 2 Eisenschwerter sind derbe wichtig, dass wir die nochmal haben, damit wir in der Nacht auch irgendwie was zum Kämpfen haben, weißt du? Ich hab noch ein Eisen unten. Stein. Hey, kannst du mir das Lapis mal geben, bitte? So, dann können wir mich gleich... Ich hab das vor mich geworfen, wie ein Missgebot. Scheiß Missgebot, Mann, ohne Witz. Ja. Danke. So, ich pack die Zombiehörner mal weg. Wobei, so, wir haben... Das brauche ich nicht, baue nicht. Gut, wissen. Knockback Smite. Warte, kann ich, wenn ich rausgehe und das nochmal neu mache? Nee, Knockback Smite. Dann nehmen wir Knockback und Sharpness. Oh, dreimal Sharpness 1, Alter, leck mich doch am Arsch. Willst du Knockback oder Sharpness? Mir egal. Such du dir eins aus. Bin mal gespannt, was ich bekommen habe. Ja, Knockback, okay. Ich habe jetzt, ja, kannst du mir dein anderes Schwert auch nochmal geben? Dann kann ich das auch nochmal verzaubern. Weil dann habe ich nämlich jetzt nur noch ein Level Sharpness. Guck mal hier, jetzt haben wir beide ein Knockback und ein Sharpness-Schwert. Hier. Kannst du den Rest mal wieder in die Kiste packen, bitte? Dankeschön. So, ich habe jetzt alles, was wir brauchen. Ich mache uns noch ein paar Fackeln. Sammel mal die Kohle. Ich sammle hier die Kohle ein und gebe dir die gleich. Warte. Was können wir denn wegschmeißen? So. Den Stein können wir mitnehmen. Die Kohle kommt dafür da rein. So ein Crafting Table würde ich gerne mitnehmen. Den Dreck. So, was haben wir denn noch hier? Den Colt. Ja, den nehme ich einfach mal mit. Weißt du, man weiß nie, was passiert. Also ich habe jetzt die MP44 und ein K98K. Keine Ahnung, was das kann, aber... Ich habe meine Spitzhacke weggepackt, cool. Hast du noch eine? Ja, halt nur meine Steine. Ja, egal. Du sollst die nur kurz aufmachen. Ich wollte ganz kurz was gucken, ob wir da noch Holz drin haben. Nein. Gut, dann müssen wir draußen gleich Sticks holen. Das kriegst du ja wohl hin. Aber kannst du bitte die beiden Waffenboxen, den Enchanting Table, alles in die Kiste packen? Und ich schau mal, ob wir hier draußen irgendwie einen Baum haben. Da haben wir Bäume. Gut, perfekt. So, ich werde jetzt den Baum hier mitnehmen. Und dann gehen wir auf die Suche. Ja, einen American können wir draußen lassen, weil wir haben noch einen in der Kiste. Ja, muss nicht unbedingt sein. Das kann raus, das kann rein. Die Schilder können auch raus. So. Ich mach jetzt einfach ein Kabel zu, gell? Ja, oder brenn das nochmal kurz. Warte, ich mach das kurz. Es sind nur 2 Steine, weißt du? Bevor wir wieder irgendwie was kacken. Kohle drin? Nein, ich mach das. Hab schon. Kannst aber wieder aufmachen. Ich hab doch alles schon. Ich hab doch mehr als genug Cobblestone, du Homo. Ich weiß, wollte einfach nur ein bisschen machen. Alles klar. Ja, kannst du bitte beide aufmachen? Alter, ich glaube einmal mit Profis, ne? So, auf geht's, komm. Dann werden wir jetzt Overlord Domse vernichten. Vernichten schlagen. Was sollen wir schreiben? Der Truthahn ist ins Licht gegangen. Schreib's nicht, sonst wissen sie ja, dass wir kommen. Und ein bisschen Überraschung sollte doch dabei sein, ne? Ich hab's nicht geschrieben, das ist ein Bug. Ja, es macht das Spiel automatisch, gell? Ja, warte, ich muss ganz kurz hier alles mal ein bisschen neu sortieren. Ich frag mich, ob er noch weiß, was wir meinen. So, Digga, ohne Witz, die Rache wird unser sein, ne? Jo. Ohne Witz, nochmal lass ich das nicht mit mir machen. Guck mal, ein halber Penis. Hast du eine Spitzhacke mit? Ja, ne? Ja, ich hab eine Stein, aber die ist auch bald weg. Also, weißt du, ich meine. Ja gut, ich hab aber eine Crafting Table und Sticks und so, ich hab ja mehr als genug. Könnten wir uns im Notfall, der jetzt ist, craften. Lieber zu früh als zu spät, oder? Gut, dann crafte mal. Ich komme zu dir. Hab schon. Warte. So, auf geht's. Digga, jetzt wird der Domse die Panzerfaust in den Arsch gerahmt. Ach nee, in die Fräse, ne? Nee, in alles. Ja, uns rahmt er sie in den Arsch. Den rammt er sie in die Fräse. So, jetzt sollten wir mal vielleicht ein bisschen Taktik besprechen. Wie wir es anstellen. Okay, gut. Also, es wird so sein. Wir versuchen sie mit der Panzerfaust zu picken. Ich hab gerülpst. Also ich würde es wieder so machen.
Ich würde es wieder so machen, dass wir versuchen, sie mit der Panzerfaust zu picken. Ja. Weil Fix war ja echt low, nachdem ich den mit der Panzerfaust in die Fresse gerammt habe. Richtig, ja. Und, okay, ich dachte gerade, da wäre einer. Warte mal. Mir fällt gerade was auf. Ich habe das Player da wieder angemacht, Mama. Nein, ich habe die Render Distance auf 7. Oh ja, das ist natürlich sehr gut. So, gut. Du hast es gestellt. Ja, was hast du eigentlich für einen Prozessor? Was ich für einen Prozessor habe? Einen AMD. Oh, mein Beileid. Das hatten wir aber schon mal. Ja, ach, hier sind wir schon mal runtergesprungen. Ja, nee, ich hatte es gerade vergessen. Wieder ganz geschickt, so zack, zack, zack. Ja, so, also es geht so. Wir versuchen sie mit der Panzerfaust zu picken oder mit unseren Langdistanzwaffen, also die M1-Karabiner und du hast ja noch irgendwie eine andere, glaube ich. So eine Einschusswaffe. Wenn sie uns zu nahe kommen, können wir immer noch auf die MP44 zurückgreifen. So, ah fuck, wir haben das Gold für die Goldäpfel nicht mit, aber ich glaube, jetzt Goldäpfel zu farmen ist eh zu gefährlich. Ja, bei dir. So. So, ich habe übrigens keine Karotten mehr, ich habe nur noch Zombie-Hirne, aber egal. Warte, ich habe hier noch einen Raw-Pork. Nee, passt. Ich habe 2 Raw-Pork-Shops. So, bitte tu mir den Gefallen und lass dein Essen während des Kampfes niemals unter die Hälfte fallen. Hier, pack rein. Okay. Jetzt kommt wieder unsere Lieblingstageszeit. Die Nacht? Ja. Ja, deine, ja. Du hast das hier im Griff. Ich werde mal spectaten, ob ich die Boys am Sehen sind. Nein, doch Silber aus. Warte mal. Oder sneakt der hier irgendwo? Habe ich nämlich auch gerade gedacht. Mhm. Ist durch das Fleisch. Nimm dir. Warte hier. Kriegst die Hälfte von allem. Weißt du, was ich glaube? War die Lava nämlich vorher auch schon in dem Dorf da hinten? Ich glaube schon, ja. Ach, oh, schade, gut. Sonst wäre das jetzt. Oder? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Digga, jetzt bin ich paranoid. Paranoid! Okay. Egal, wir laufen jetzt einfach zu ihrer Plattform, komm. Okay. Was wir auf keinen Fall machen sollten, ist versuchen, auf die Plattform hochzukommen. Ich würde versuchen, die Plattform von unten in die Luft zu sprengen. Ja, gut, aber du weißt ja, wie sehr das letztes Mal funktioniert hat, ne? Ja, ich habe einfach nur im schlechten Winkel getroffen, glaub mir. Ich glaube, das geht auch so nicht. Ach, halt dein Maul. Du bist so negativ eingestellt. Ich bin nicht negativ eingestellt. Danke für den Schub, du Skelett. Ach, das bist du? Ich dachte gerade, wir leuchten da und gucken mich an. Gegner natürlich. Also ich würde die Waffe nicht, wenn es nicht drauf ankommt, in die Hand nehmen. Weil dann kommt wieder die Gefahr, dass wir jetzt schießen. So. Dingenskirchen hier. Ja, welche Kirche? Also, ich würde sagen, wir versuchen nicht hochzugehen, weil die Gefahr einfach viel zu groß ist, dass sie uns runterschießen. Ich hätte noch eine Option, um sich schnell zu raggen. Was denn? Pilze. Wir sind hier gerade eh im Biom, da hinten ist ein brauner Pilz. Nimm mal ein bisschen vom Pilz mit hier. Ach nee, ich habe nicht genug Holz. Warte, ich muss mal ein bisschen Holz mitnehmen. Du nimmst Pilz mit, ich nehme Holz mit. Fahr kann mal. Ich den Ja. Einfach mit der Hand. Ich habe einen. Ja, weiter. Komm, 2 reichen. Eine Pilzsuppe für jeden. Warum? So. Wie viel macht denn das? Das regeneriert viel. Das regeneriert dein ganzes Leben. Ah, okay. Zombie! Alter. Achtung, Zombie hinter dir? Ja, ich weiß. Hinter dir ist noch einer. Hier ist auch irgendwo ein Creeper. Egal, kannst du den anderen. Hä? Was ist los? Ja, hier schon. Kannst du mir die mal bitte geben? Pilze? Ja. Ja. Da liegen sie auf dem Boden. Aua. So, gib mir mal bitte Deckung. Alter, was geht denn hier schon wieder ab? So. Achtung, Creeper. Oh, das wäre jetzt fatal gewesen. Hab ihn. So, zack, 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 zack. Ach nee, das reicht schon, okay. So, das heißt 2 für jeden. So, du packst die jetzt bitte ins Schnellinventar. Hier ist eine. Die packst du, eine packst du ins Schnellinventar. Es ist so, wenn du die isst, regenerierst du dein ganzes Leben. Mhm. So, das heißt, wenn du im Kampf bist, schnell drauf switchen, kannst du mir die Crafting-Table geben. Hinter dir ist noch eine. Hinter dir ist noch eine Pilzsuppe. Wo? Ich sehe sie nicht. Hier! Die liegt doch hier. Und kannst du mir bitte den Crafting-Table geben? Kann ich die nicht übereinander legen? Nee. Das ist der Nachteil davon. Ja, hab's bei dem Schnellinventar. Was soll ich dir geben? Die Crafting-Table-Box. Ja, hier bitte. Penis, danke. Komm. So, dann. Body. Ja, da rennen wir jetzt einfach dran vorbei. Da stehen wir drüber. Aber ich würde gern einen der Endermänner töten. Oder beide am besten. Ah! Hast du eine Enderperlus? Nein, warte, der eine ist schon mal nicht tot. Ah, guck, ob der eine Enderperle geguckt hat. Alter! So. Nee, ich hab nix, gar nichts. Nee. Nein. Der Wald brennt ja gar nicht, wie langweilig. Das ist ja gar nicht. Nee, das bin ich. Es hat ja auch geregnet zwischendrin, ne? Achso, löscht das Ding jetzt das Ding? Ich denke mal, würde Sinn ergeben, oder? Okay, ein gut. Ein bisschen logisch ist Minecraft ja schon. Okay. Alter, hat's gerade geleckt bei mir. Ja, es leckt immer noch bei dir. Es fuck. Audio auch, oder? Nö, aber bei dir. Also du bist durch die Gegend geruckelt. Folgst du mir? Bist du hinter mir? Nee, bist du nicht. Fuck, sag nicht, das sind schon wieder. Ah, ich will nicht disconnecten. Ja, mach doch schnell. Noch. Ah, wohl, lohnt eigentlich nicht. Ach, egal. Das nervt mich gerade, dass ich die ganzen Monster hier wieder töten muss jetzt.
Hinter dir. Okay, es leckt immer noch. Ja, komm jetzt einfach mit. Ey, Mann, wo sind die denn schon wieder? Ich würde vielleicht mal den Rechner neu starten, der startet halt morgen an. Ja, wer in Talent, Mann? Wie viele Videos hast du zwischendrin gerendert? 10, 20? Nein, aber ich war in der Uni zwischendrin. Und dann vorher dachte ich ja, es geht gleich los. Ach, Mann. Anstatt, dass du einmal irgendwie in Talent bist, ey. Ja, normal habe ich ihn vor jeder Battle-Aufnahme neu gestartet, aber heute ja nicht. Alter Junge, einmal mit Profis. So, wir rennen jetzt straight zur Plattform, ne? Jo. Warte. Ach, der Creeper ist runtergelaufen, gut. Oh, langsam werde ich wieder so ein bisschen aufgeregt. Kannst du den Creeper mir vom Hals halten, bitte? Welchen? Ich bin weitergelaufen. Ja, ich hab ihn schon selbst getötet, oh, weil du... Mann, Junge, du bist so sinnlos wie Fußpilz, ja, Alter. Leckt, Alter. Jetzt komm mit, du Untermensch. Was soll ich denn dann machen? Ey, du kannst auch gar nichts. Du bist das unnötigste Teammitglied, was ich kenne, ey. Das sucht dir doch für die nächste Staffel jemand anderes. Mach ich auch, das sind Alex. Gegnerischen Teams. Ja, und rat mal, wer dich ficken wird. Dann bin ich ja vielleicht mal im Gewinnerteam. Das war hart, oder? Ich geh mit Domse ins Team. Nein, ich geh mal mit jemandem ins Team, der das alles ein bisschen ernster nimmt. So, jetzt sollten wir langsam wieder aufpassen. Weil hier sind die Boys letztes Mal gestorben. Ja, dann ist die Plattform aber da, oder? Die kommt hier, ist ja gerade in unsere Richtung, wenn wir weitergehen. Ich hoffe, du bist hinter mir. Ja, ein Stückchen. Jo, ich sehe sie und die sind da oben. Ja, die sind da oben, die Wuchteln. Bist du hinterm Baum? Wo bist du? Ich versuch gerade den Berg hochzukommen. Okay, Lex. Gut, ich bin neben dir. Ich bin neben dir hier. Ja, ich sehe dich. Okay, gut, die sind oben auf jeden Fall. So. Mit dieser Rülpsanschluss, echt cool. Ich werde gleich auf jeden Fall Folgenende schreiben und danach können wir uns nochmal überlegen, wie wir angreifen. Kommst du mit nach oben? Langweilig. Folgenende. Ja gut, dann bis zur nächsten Folge. Guckt bitte nicht bei den anderen vorbei. Wenn es euch nicht gefällt, bitte einen Daumen runter. Genau. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.